Ich bin bekanntlich nicht der sportlichste Mensch. Wenn ihr es nicht wisst, guckt mal auf den Fotos, wo man meine Tattoos so sehen kann. Da erkennt ihr, dass ich keine Muskeln habe oder zumindest keine nennenswerten. Und heute treffe ich eine Person, die auf jeden Fall Muskeln haben muss, weil sie ist Europameisterin und Weltmeisterin in MMA, Mixed Martial Arts. Was ist ein Stuhl? Naja. Mixed Martial Arts. Und ich bin mal sehr gespannt. Das ist sie, Julia Dorni, was sie zu berichten hat. Vielleicht hat sie auch ein paar Tipps für mich und vielleicht auch für euch, wie ihr mit Spaß an der Freude euch sportlich betätigen könnt und dabei nicht blutet. Hier ist sie auch schon. Hallo. 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 Du bist vom Rad gekommen. Machst das grundsätzlich, weil das sportlich und cool ist? Oder? Ja, ich mag es. Tatsächlich kurze Strecken kann man gut mit dem Rad machen. Wie kurz war die Strecke? 5 Kilometer. Marzahn? Nein, Prenzlauer Berg. Hellersdorf? Prenzlauer Berg. Sehr gut. Sehr gut. Hast du ein Elektrorad? Nee, ich muss selber strampeln. Deswegen habe ich ganz gute Keulen. Hier, hast du davon kommt das. Vom Radfahren. So, jetzt haben wir schon mal Geheimnis Nummer 1 geklärt. Das kommt vom Radfahren. Das hält fit. Mach ich auch. Mit dem Klapprad allerdings. Muss sein. Ja, ich bin ja drüben im Hotel. Eigentlich wollten wir frühstücken, aber leider gibt's nichts. Die Brezen sind alle hier in der Hoffisterei und hier ist eine Mörderschlange beim Curry 61. Was ist ein gutes Frühstück, sodass man gut weiter Fahrrad fahren kann? Welche Nährstoffe müssen da drin sein? Ich würde manchmal Kaffee. Kaffee und Haferflocken und Ei und so. Und Avocado. Mit Haferflocken mit Ei? Nee, also natürlich. Getrennt voneinander. Hart gekocht oder miteinander vermischt? Hart gekocht. Immer das hier oder? Mit Senf und Essig. Nee, eigentlich mit Maggi. Ich war in den USA, du warst in den USA. Ich habe keinen auf die Fresse gekriegt, du hast auf die Fresse gekriegt. Ja, schön, schön direkt mal in your face. Aber die Hämatome sind gut verheilt, man. Ich sehe auch keine. Hier noch ein bisschen. Ach so, wie lange hat es gedauert, bis sie verheilt sind? 2 Wochen. Ach so, ist normal, oder? Ja. Hasse, ich habe ja von dir gelernt, man soll, wie hast du gesagt, nicht mit dem Ellenbogen von oben stoßen, weil man sonst einen Cut kriegt. Habe ich das richtig verstanden? Nee, der Ellbogen ist ja immer, der macht ja immer Damage. Eine schöne Regel, der Ellbogen macht immer Damage. Aber wie gesagt, das ist verboten, das ist nur erlaubt, wenn du am Boden bist. Dann darfst du machen, aber nicht im Stand. Ja, aber wenn er am Boden ist, die Person dann noch hilfloser. Ist das... Nee, aber da ist der Impact nicht so groß. Warum? Weil du halt am Boden bist. Wenn du im Stand bist, nimmst du ja deinen ganzen Körper mit. In dem Boden. Ach so, dann kannst du nichts mit Schwung holen sozusagen. So, wir wollen aber nicht ablenken, du hast verloren. Geht das nach Punkten oder wie funktioniert das? Nee, das war ein technischer Knockout. Der Kampfrichter ist dazwischen gegangen und hat es beendet. Zum Schutz meiner selbst. Konntest du noch irgendwas sagen oder warst du schon total weg? Nee, ich war nicht total weg, aber ich habe halt geblutet und er meinte so, okay, jetzt hier, vorbei. Ist das, findest du das eigentlich immer okay oder gibt es auch mal Situationen, wo du sagen würdest, nee, ich würde jetzt aber gerne weitermachen, aber das darf man nicht verhandeln. Ich sag mal so ist es mir noch nie passiert. Dass du weitermachen wolltest? Wenn nee, dass ich so fertig gemacht wurde. Ach so, ich verstehe. Haben die dich als Kanonenfutter in die USA geholt? Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich war ich als Favoritin eingeladen. So super scheiße, ey. Aber du hast auch keine Erklärung. Du hast gesagt, du warst auf einmal weg. Naja, es waren ein paar Komponenten, die zusammenkamen, definitiv. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe mir die Live-Votings angeguckt. Mein Voting war die ganze Zeit sehr, sehr gut. Dann ist aber Germany pennen gegangen und dann stieg natürlich das meiner amerikanischen Gegnerin. Und das habe ich kurz bevor wir im Ring sind gesehen. Und das hat mich total limitiert und dann war Feierabend im Kopf. Aber das lernst du doch wahrscheinlich, seit du so eine kleine MMA-Kämpferin bist, dass du dich nicht von sowas ablenken lassen. In dem Fall war es anders, weil ja auch keine Fan-Crowd dabei war, keine Einlaufmusik, gar nichts. Und auf einmal... Wieso denn keine Einlaufmusik? Weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Weiß ich bis heute nicht, weil die haben uns extra gefragt, was für Musik wir hören. Was wolltest du denn hören? Rammstein. Ja, sehr löblich. Welches Lied denn? Sonne. Nice. Sehr nice. Und dann, guck mal, was da ist. Da ist sie. Kein Fotoeffekt, da ist die Sonne. Wir müssen noch mehr damit rumspielen. Ich weiß Fotos von dir, wie du aussahst. Ja, das ist hier noch normal, ne? Where ja. Das war deine Gegnerin? Ja. Genau, warte, ich muss so kurz weg, sonst sieht man das. Es kommt gewartet. Fotos mit schönen Kuchen. Schaut euch die schönen Kuchen an. Schon heftig, ne? Fehlen ein bisschen die Worte. Fühlt sich das genauso an, wie es aussieht, oder fühlt sich das anders an? Gemerkt hat man erstmal gar nicht so viel, aber der im Kopf, ne? Dass man halt so verloren hat. Der Schmerz war gar nicht so schlimm. Der körperliche Schmerz vergeht immer, aber der seelische bleibt. Bist du viel dran? So eine Scheiße. Aber jetzt übt's Kuchen. Zwischendurch noch was Wichtiges zur gesunden Ernährung. Diese super Frucht hat sie angetan. Ja, Acai. Woher kennst du die? Die kenne ich aus Brasilien, die brasilianische Superfrucht. Sie hat alles, was man braucht. Was, nämlich? Aminosäuren, Eiweiße, Kohlenhydrate. Eine richtige Waffe. Eine wichtige Waffe. Glaubt ihr daran?
poste das hier drunter. kann man Kämpfe damit gewinnen? Wenn man so eine Superfrucht ist. Also ja, ich hatte sie leider nicht vorher. Ich brauche wieder Acai beim nächsten Kampf, vor dem nächsten Kampf. Juli ist nicht glücklich. So, ihr habt gehört, gesunde Ernährung ist wichtig. Eier, Haferflocken und Acai. Acai, mit dem man Kämpfe gewinnen Acai. Kann. Acai. Was hast du als letztes gegessen vor deinem verlorenen Kampf? Reis. Was für Reis? Normalen Reis, weißen Reis. Gekochten weißen Reis. Ja. Bist du abergläubisch und denkst jetzt, auf keinen Fall esse ich jemals vor dem Kampf mehr Reis? Doch, doch, doch. Doch, so abergläubisch bist du nicht. Ja, aber normalerweise meine besten Kämpfe habe ich, glaube ich, gemacht mit Kiwi und schwarzem Kaffee. Doch, ich habe immer so ein Drei, so Kiwi und schwarzer Kaffee, das ist eigentlich immer gut. Das finde ich sehr gut. Hast du sonst abergläubische Dinge, die du tust vor dem Kampf? Irgendein Glücksbändchen? Eigentlich ja, und das habe ich alles tatsächlich nicht dabei gehabt. Ich habe sonst immer meine lange Glückskette dabei, die habe ich irgendwie vergessen in Berlin vor Abflug, weil ich ja erst aus Dublin kam, es ging alles so schnell. Und dann habe ich normalerweise immer mein Bändchen bei mir und mein Nili, also mein Stofftier. Aber es war alles nicht bei mir. Was ist das für ein Stofftier? Ein Nilpferd. Warum hast du ein Nili, das Nilpferd? Warum hast du es nicht dabei gehabt? Das war noch im Hotel. Habe ich auch liegen lassen. Ich bin einfach war so durch an dem Tag. Leute, wenn ihr auch MMA-Kämpferin werden wollt, denkt an euer Stofftier. Wirklich, ohne Scheiß. Und an eure Glücksbringer. So, jetzt essen wir erstmal was. Ne? Während Juli hier gemütlich isst, auch noch ein Bananencake, den wir auf mein Tablett geschmuggelt haben, damit die Leute nicht sehen, dass sie diesen riesigen... Ich stehe dazu, das ist Banana Chocolate Bread. Reden wir mal über die Verletzung. Also du hast während dem Kampf, hast du hier ein, ihr nennt das Cut, also das heißt, die Haut ist aufgeplatzt, bekommen. Ja, ganz klein. Ganz klein. Und Nasenbluten. Und hast dich geweigert, das nähen zu lassen und hast einfach gekühlt. Ja. Und hast schon ein paar Mal die Nase gebrochen gehabt. Wieso sieht man das eigentlich nicht? Ich dachte, man kriegt dann so eine Platte, so wie eine Platte in der Nase. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie und was genau gebrochen ist. Ich hatte jetzt tatsächlich Glück. Sie war mal hier gebrochen und hier, aber tatsächlich nicht vom MMA. Noch nie vom MMA. Darf ich mal fragen, von was dann? Juli. Vom Judo und vom Sumo. Genau, du kommst, hast du gesagt, aus dem Ring, wenn ich es richtig erinnere, oder? Aus dem Sumo-Ring, ja. Aus dem Sumo-Ring. Nee, aus dem Judo komme ich eigentlich, aber Sumo war ja dann dieser Versuch mal. Aber muss man beim Sumo-Ring nicht ein höheres Körpergewicht haben? Nee, es gibt auch die individuelle Gewichtsklasse. Ach so, verstehe. Welche Gewichtsklasse bist du bei MMA jetzt? Wie nennt man die? Also eigentlich bin ich ein ganz klares Federgewicht, 66, 65, 8. Ja. Und jetzt mit PFL habe ich ja über Lightweight, also sprich 70,3 Kilo. PFL ist eine Liga sozusagen, wie bei Fußball, keine Ahnung, erste, zweite, dritte. Liga oder Champions League oder sowas, verstehst du das nicht? Das ist eine der größten Ligen, die es gibt. Ja. Hast du das, als du gesigned hast, hast du dann so einen Turnbeutel bekommen als Geschenk? Nein, da waren ein paar Klamotten drin, als wir da waren. kriegst du eigentlich auch wie so Superstars so einen Beutel mit Juwelen und Zeugs drin oder so? Nee. Leider nicht. Kriegst du überhaupt irgendwas oder willst du gar nichts haben, weil du hier deine persönliche Ausrüstung hast, deine eigenen Handschuhe, deine eigenen... Nee, darfst Klamotten. Du gar nicht haben. Du kriegst immer alles vom Promoter, sonst könnte das ja sein, dass es präpariert ist oder so. Gibt es das wirklich, dass so Hufeisen in den Handschuhen drin sind? Das gab so einen Fall in den, glaube ich, 80er, 90er Jahren, da wurden die Handschuhe des einen präpariert, da waren Steine drin und der andere ist danach gestorben. Naja, klar. Liebe Kinder, bitte macht auch keine Steine in eure Schneebälle rein, das ist auch scheiße. Das hört sich lustig an, das ist aber nicht lustig. Dann habt ihr am Ende da einen Cut oder sowas. Und du hast vorhin gesagt, ihr kämpft mit Handschuhen, die so dünn sind, dass man sie fast auch weglassen könnte, ja. Wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Hier unten ist wirklich nur ganz, ganz dünn. Die kriegst du auch vom Promoter. Was mache ich denn jetzt, wenn ich mich schützen möchte? Ich habe vorhin in der Einleitung, da warst du noch nicht, habe ich gesagt, ich möchte von dir lernen, wie ich nicht blute, wenn ich kämpfe. Das kann ich dir leider nicht mehr sagen. Das weiß man leider nicht. Du bist nie davor gefeit, das kann immer passieren. Du musst aber nicht. Ja, bitte. Du hast gerade Beeren gegessen. Und ja. Ein Problem ist natürlich, du bist ja dauernd im Fernsehen. Ne? Jetzt hast du zwar so eine Schiene, so eine Deutschlandschiene, ne? Ja. Aber was machst du denn mit deinen Zähnen? Ich meine, gehen die nicht manchmal lose oder fallen nein, aus? Oder das so? Wahnsinn, nein. Also die Schienen schützen die Zähne, da gibt es keine Probleme mit. Ja, ja, Gott sei Dank. Nur, man darf nur kein Spinat oder Mohn oder so Acai dazwischen haben. So, wir gucken uns jetzt mal was an. Und zwar habe ich gelernt, also am Anfang macht ihr so Psychospiele miteinander, ihr Kämpferinnen, und guckt euch an und das heißt Stare Down, also sich anstarren sozusagen. Ne? Gibt es auch ein deutsches Wort für? Nee. So, ich hab jetzt hier einen Stare Down, den gucken wir uns mal an. Mal sehen. Du hast gesagt, du kennst hier eine der Kämpferinnen sogar. Ja, sie ist Italienerin, genau. Ich kenne die noch aus IMAF-Zeiten. Aus was für Zeiten? International Mixed Martial Arts Federation, unser Amateur-Weltverband. Also gut, also heißt das, dass sie auch Weltmeisterin gewesen. Sie ist auch Weltmeisterin gewesen. Also, wir sehen jetzt hier eine Weltmeisterin, wenn ich endlich mal das hier hinkriege. So. Und die,
die zwei, nee, warte mal, wir müssen es mal vorne laufen lassen. Die zwei, genau, da muss ich mir lachen. Also die zwei, die gehen jetzt hin, so super ernst. Was macht sie denn? Ja, genau. Das ist voll sinnlos. Was machen die zwei da? Nee, keine Ahnung. Ey. Also so funktioniert es jedenfalls nicht, ne? Also kannst du machen, musst du aber nicht, ne? Aber ist das erlaubt, die andere so anzutatschen oder irgendwie? Ja, ist so. Komm mal, komm, wir tun das Ding weg. Ja, also das gucken wir uns jetzt nochmal an. Also die Linke geht einfach viel zu nah an die Rechte ran. Das ist so lächerlich. Und ja, so, aber die muss ja lachen, die Italienerin lacht ja. Ist das dann, ich wüsste gar nicht, wie ich reagiere, wenn es einer bei mir macht und so Sachen auch so, ey, alles gut. Aber haben die sich in Wirklichkeit lieb? Oder? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob die sich wirklich lieb haben. Aber könnte das sein, dass die das in Wirklichkeit eher so als unter Freundinnen so ein Kampf? Nee, eigentlich nicht. Nee, unter also, Freundinnen hast du einen anderen Auftritt. Ja? Ja. Okay, aber das gibt's auch. Ja. Wir haben hier einen weiteren. Ach, das Ding habe ich gesehen, ja. Das ja. Kennst du schon? Ja, JJ, die Polin gegen Rosanna Mayunas, Amerikanerin. Die mit den kurzen Haaren, die ist super hart, ne? Teilweise. Die ist mega cool. Ja, die ist wirklich sehr. Ich teile ihre Einstellung auch komplett. Welche Einstellung hat sie? Dass sie diesen Shitstorm-Top nicht braucht, weil der Sport hart genug ist und man sollte sich einfach respektieren. Und sich angucken, aber also beim Stairdown angucken. Und vernünftig sein und keine so einen Affen machen. Also so wie sich gegenseitig böse Sachen sagen. Ja, und die Polin, die so böse geguckt hat, ja. Die war ja immer die Favoritin. Und Rosanna Mayunas, die Amerikanerin, mit ihrer Einstellung, hat sie zweimal besiegt. Und zwar kommentarlos, was ziemlich geil war. Also ich sehe schon, du guckst dir das an. Und da geht es jetzt ja richtig zur Sache. Ich sehe da schon Blutspuren und alles Mögliche. Oder auch größere Mengen Blut. Aber hinterher ist es dann wieder gegessen, das ganze Ding. Also nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Es gibt genug, die sich dann noch beleidigen, obwohl der Kampf schon vorbei ist. Aber es gibt auch genug, die sich dann in den Arm liegen. Also es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie viel Anspannung, glaube ich, auch vorherrscht. Ach so. Ja, das gucken wir uns gleich nochmal an. Also auf jeden Fall mal sehen, ob man das hier vorhin richtig gesehen hat. Ich zeige es nochmal. Also, die eine macht so einen auf Bling Bling Hip-Hop, ne, irgendwie. Und die andere sagt einfach, hey, cool bleiben, wie du gerade erklärt hast. Was meinst du denn, was würde sie denn sagen, die eine, die da so redet? Also, was könnte man da zum Beispiel sagen, erfunden jetzt so? Ich glaube, sie hat gesagt, ich mach dich fertig, ich werde dich durch den Fleischwolf drehen und deine Familie auch, so nach dem Motto. Ah ja, okay, sowas aus der Liga. Und dann hinterher geht's leider schief und das Ganze wendet sich ins Gegenteil. Was man da als Techniken sieht, ne? Also das habe ich. Das ist gerade eine Würge, die da passiert, genau. Und also man springt dann auf die andere Person drauf und versucht die zu würgen. Und durch kann man machen. Aber das ist nicht üblich, oder? Das kann, je nach Situation, situativ kann passieren. Aber die Technik an sich aus dem Judo nennt sich Hadakajime, nacktes Würgen. Du siehst ja, die Hand geht durch und du schnürst sozusagen die Blutzufuhr ab für den Moment. Und da kannst du ja kurz wegtreten. Ja genau, also das ist völlig okay, wenn die andere ohnmächtig wird. Ja. Okay, gut. Also das ist also eine sehr anatomische Sache eigentlich. Ja. Die funktioniert auf jeden Fall immer. Was habe ich denn hier noch rausgesucht? Ah, hier ist einfach mal ein Kampf. Da gucken wir einfach mal rein. Also die hat die einfach... Ja, genau, das müssen wir uns nochmal angucken. Die hat Valentina einfach, Tschevchenko ist das. Die hat die einfach in Sekundenschnelle umgenietet. Warte mal, ich zeig's nochmal. Buff! Zack! Einfach vor den Kopf Kopf getreten. Ist das normal? Das ist ja wieder die Jen Jelchik, die du gerade gesehen hast, die so aufgemuckt hat. Die war ganz lange Zeit ganz ungeschlagen und jetzt hat sie auch ein paar Gegner für die Flinte bekommen, die... Oh, so gut. Das ist gut. Das war so gut. Shiro Geri, gedrehter Kick. Warum heißt der eine eigentlich nackt? Der Hadakajime, keine Ahnung, das ist die japanische Übersetzung. Okay, weiß man nicht. So, jetzt gucken wir mal ein bisschen weiter. Also, das sieht ja für mich aus so wie Boxen so ein bisschen. Ist eigentlich auch Boxtechnik, oder? Das ist Kickboxen, ja, gerade. Also nicht Mixed Martial Arts. Das ist Mixed Martial Arts, aber jetzt siehst du, sind halt beides Standkämpferinnen eigentlich. Also JJ ist ja eigentlich auch Kickboxerin und die Valentina Shevchenko auch. Und wenn man aber eher Judo könnte, würde dann man auch würde mehr am Boden kämpfen. Ja, guck mal, jetzt ist hier so eine kleine Clinch-Situation, aber trotzdem immer wieder ein Stand zurück. Und ja, es ist ein sehr stand-up-lastiger Kampf. Verstehe. Also die wollen beide nicht darauf ankommen lassen, dass es auf dem Boden landet sozusagen. Genau. Ne? Genau. Ja. Boah, das machen die so gut. Was ist daran besonders gut, was die da machen? Die sehen jede Lücke, die sehen jeden Fehler des anderen, ja, das ist der Wahnsinn. Also das sind richtige gute Profis sozusagen. Ja, beide mega, mega stark. Ich glaube, es sind auch die führen beide die Rangliste an, mit der Rose noch. Rose ist momentan die Nummer 1, ich glaube Shevchenko 2 und jetzt ist JJ 3. So, und jetzt kommt die Szene, die ich interessant finde. Da gehen wir nochmal kurz zurück. Jetzt haben die ja wirklich sich mega gekickt und weiß ich nicht was.
Und da liegen sie sich dann auf einmal jetzt hier so in den Armen. Das würde mich mal interessieren, wie echt das sozusagen ist. Das war echt. Also hier ist noch der Kopf, wir gucken uns das nochmal an. Ne? Und da geht es ja dann auch um viel Geld wahrscheinlich und so. Und da sieht man das. Ne? Also jetzt irgendwie, als ob sie sich beide freuen oder naja, klar, die haben so verstanden, mehr oder weniger unverletzt und sind beides ebenbürtige, starke Frauen. Und es ist einfach auch eine faire Geste, finde ich. Also ja. das hab ich nicht zum ersten Mal gesehen. Nicht zum ersten Mal gesehen? Nee. Aber sag mal, ist das nicht bei Männern seltener? Also ich habe ja den Eindruck, dass die Männer irgendwie dann einen mehr auf dicke Hose machen und nicht aber so... Die haben sich zum Teil auch lieb danach. Das und sind auch. Beide am Boden und freuen sich und umarmen sie und hören gar nicht mehr auf, sich zu drücken. Also das hat nichts mit Gender oder sonst irgendwas zu tun. Also das ist ein Qualitätskampf, den wir hier gesehen haben. Ja, definitiv. Gut. Und der Buff, da ist es schon wieder. Wie verhindert man das? Also sagen wir mal, du bekennst dich mit Judo-Techniken aus, ich möchte lieber stehen. Dann versuchen wir uns gegenseitig zu überlisten, sozusagen in die falsche Technik reinzukommen, die wir nicht so gut können. Ne? Sehr, sehr gut. Ja, wie gesagt, ich muss gleich auch noch ein paar Tricks lernen von dir. Mal sehen, ob da was. Und dann habe ich hier noch, das ist glaube ich auch einfach nur, das ist dieselbe Kämpferin. Und dann habe ich noch ein allerletztes, warte mal. Wie viele Techniken muss man denn mindestens können, wenn man da in deiner Liga mitspielen möchte? Boah, gute Frage, das kann ich hier so per se gar nicht sagen. Also Judo auf jeden Fall hilft? Man muss auf jeden Fall im Stand-Up und im Boden was können und in den Transitions, also in den Übergängen. Also wenn ich jetzt im Stand mit dir kämpfe, ja, ob ich jetzt dich kicke oder boxe, also wenn ich nur das kann und nur gut Boden, aber dazwischen passiert ja auch viel, gerade im Cage, deswegen hast du ja die Cage-Wand, dann musst du also auch gut die Techniken anwenden können. Die Boxer, die umarmen sich ja häufig, ne? Und dann, wahrscheinlich, damit es nicht weitergeht oder so, ne? Ja, das ist sogenannte Clinchen, Klammern. Ist aber auch gängig. Im MMA ist es ja kein Problem, ist ja erlaubt. Und warum? Aber das ist doch eigentlich langweilig dann, ne? Also, weil dann geht es ja irgendwie nicht weiter. Naja, du kannst ja aus dem Clinch immer noch auch Ellenbogen machen oder Knie oder... Ja. Ist schon nicht ohne. Also du findest das nicht schlecht, wenn Nein, die Leute... Nein, im Gegenteil. Ein Clinch ist auch spannend, wenn man ganz nah dran ist. So. Ja, verstehe. Und... was wäre denn jetzt, wenn einer, sagen wir mal, so Kampfsport gemacht hat, so in so einer Kampfsportschule, so Jiu-Jitsu oder Wing Chun oder irgend sowas? Könnte der länger als eine halbe Minute mit euch im Käfig da überleben? Oder reicht das technisch nicht sozusagen? Das kann ich dir gar nicht sagen. Es kommt, glaube ich, ganz auf den Menschen drauf an und was er daraus macht, aus seinem Know-how macht. Naja, aber wenn du sagst, du kannst im Stehen, ich nenne es jetzt mal im Liegen oder am Boden und dazwischen kämpfen, hat er dann nicht schon automatisch verloren sozusagen? Sagen wir mal, der könnte jetzt so Schwertkampf oder Wing Chun oder sowas. Ich meine, Wing Chun-Kämpfer gibt es ja auch. Das ist ja auch so eine Art Energie ableiten, umleiten. Und ich glaube, die wären vielleicht doch gar nicht so schlecht. Müsste man aber sehen. Aber du hast es noch nie ausprobiert. Nee. Kommen eigentlich jemals Leute zu dir und sagen so, keine Ahnung, darf ich mal einen Move machen, was ausprobieren, dir einen Bauch hauen oder irgendwie sowas? Oder? Nee. Ich glaube, alle haben Angst vor dem Echo. Also habt ihr schon gehört, dass wie man in den Bauch hineinschlägt, so schlägt er eventuell wieder zurück. Es gibt ja die Geschichte vom Illusionskünstler Houdini, der sich das angeeignet hat, dass man ihn in den Bauch eben schlagen kann. Und er soll dann an einer Verletzung, die dadurch entstanden ist, verstorben sein tatsächlich, weil dann die Leute angefangen haben, ohne Vorwarnung zu schlagen und dadurch soll dann irgendwie vielleicht eine Blutung oder irgendwas anderes passiert sein oder so. Wie verhinderst du denn, dass Leute dann irgendwie doch aus Faxen anfangen, dich so anzuwresteln oder irgendwie einen Schwitzkasten zu machen oder so? Ich hatte tatsächlich so eine Situation noch. Und ich glaube, wenn das passieren würde, einfach, dass mich einer einfach angreift, aus der kalten, würde ich ihm ins Gesicht schlagen. Ja. Mit der flachen Hand allerdings. Ja. Das ist manchmal schlimmer als ohne, mit der Faust. Ohne den Handschuh. Ohne den Handschuh. Weil so eine richtige Schelle kann man schon mal mehr wehtun als eine Faust. Ja, klar. Haben wir ja auch in unserem YouTube-Video, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, in dem letzten, dass diese Schläge auf den Kiefer auch so eine interessante Stelle sind, wo die Leute einfach umkippen, ja, gegebenenfalls. Ja. Sind die vielleicht nicht von der Ohrfeige. Knockout-Points. Ich würde vielleicht schon umfallen, aber du nicht. Wie ist das denn für dich? Wir sind ja jetzt hier in so einem Park, also im Montbijou-Park, da gibt es mega viele Drogen, früher super viel Sexarbeit. Es war schon mal unheimlich nachts manchmal. Ist es dir egal geworden, weil du weißt, dass du dich, wenn es jetzt keine Pistolen oder Messer sind, weil du dich da wehren kannst, oder bist du wie jeder andere Mensch und denkst dir dann, im tiefsten Winter, nachts, wenn es irgendwie gruselig ist im Park, dass du da lieber nicht durchgehst. Ach, ich muss jetzt auch nichts forcieren, ne? Also ich weiß zwar, was ich kann, aber ich muss jetzt auch nicht das drauf anlegen. Nee, aber findest du es weniger gruselig? Also fühlst du dich selbstbewusster als vielleicht andere Leute, die sofort ängstlich dann sich fühlen würden? Oder fühlst du dasselbe wie alle anderen? Ich glaube, ich bin schon selbstbewusst, aber ich glaube, ich habe trotzdem ja manchmal auch Respekt vor Situationen und ich würde es dann nicht provozieren. Also klar würde ich hier auch nachts mal durchlaufen, so wäre es nicht, aber
es ist jetzt nichts, was ich dauerhaft machen würde. Ja. Deine Superschwäche ist Kälte. Hast du schon gemerkt, ja? Hast du da irgendeinen Tipp? Ich meine, ich stelle mir vor, ganz oft im Ring ist es doch wahrscheinlich super kalt, oder nicht? Die riesigen Hallen kann man überhaupt nicht beheizen. Ich sag mal so, du bist ja dann vorher auch erwärmt und sozusagen im Modus und merkst ja drumherum nicht mehr so viel. Dann geht's dann. Weil du dich vorher durch Sport aufwärmst, sozusagen. Ja, ja, genau. Also du hast noch nie gefroren im Ring? Nee. Okay. Ich habe noch was gelernt. Die Käfige, das Käfigkämpfen. Warum heißt es eigentlich nicht Käfigkampf, also Cagefight? Warum heißt es MMA? Weil, also erstmal, MMA ist der Sport, der in diesem Cage betrieben wird. Mixed Martial Arts. So. Und am Anfang hieß es ja mal Ultimate Fighting. Nur weil die UFC, der größte Promoter der Welt, natürlich die Ultimate Fighting Championship war. So, und der Sport ist nach wie vor MMA. Also ob jetzt im PFL oder UFC, der Sport ist immer MMA. Das heißt, ich könnte im Käfig jetzt auch mit dem Motorrad im Kreis fahren und deswegen, also es gibt einmal den Käfig und dann das, was da drin stattfindet. Genau. So, und jetzt habe ich was Interessantes gelernt. Ich dachte immer, der Käfig wäre dafür da, dass das so eine unausweichliche Situation ist, dass das Publikum super geil findet und so. Aber es hat auch zusätzlich noch einen anderen Grund. Du hast gesagt, das hat angefangen mit diesen Boxring-Seilen. Ja, die sind aber nicht so gut. Nee, genau. Es gab die ersten Kämpfe im MMA wurden im Boxring durchgeführt. Und das Problem ist, wenn du halt am Clinchen bist und dann mit deinem Partner so in den Judo-Ringer-Bereich gehst, dann kann es sein, dass du durchfällst. Und dann kann man sich natürlich stark verletzen. Und deswegen haben sie dann diesen Maschendraht eingeführt. Der sieht natürlich erstmal martialisch aus, also marketingtechnisch natürlich genial. Und natürlich auch unausweichliche Situation, klar. Aber auch zum Schutze der Kämpfer und natürlich, um auch besser da arbeiten zu können. Wenn ihr schon mal besoffen von der Bühne gefallen seid, dann wisst ihr, warum das nicht gut ist, wenn man durch die Seile fällt. Das ist eine schlechte Sache. Sag mal, gibt es das eigentlich bei den Kämpfen, du hast jetzt in den USA auch gekämpft, ist das wirklich wie im Kino, dass dann so zwei Leute an so einem Tisch sitzen und die ganze Zeit so mega ins Mikrofon reden und so mega die Live-Reportage machen oder sowas? Gibt es das noch? Also jetzt habe ich das erste Mal mitbekommen, dass also meine Corner wurde auch verkabelt. Also sprich, das wurde auch übertragen im Fernsehen, was die Corner geredet hat. Und aber auch so zwei so Sportreporterinnen oder Sportreporter, die dann in so ein großes Mikrofon reinreden. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitbekommen, aber gab es bestimmt, weil es ja war ja alles TV-Broadcasting. Ja. Wie viele Leute gucken da eigentlich so erfahrungsgemäß zu in den USA? Weil ist das ein Mega-Ding? Ja. In Deutschland ist es ja immer so, gerade als es noch Ultimate Fight hieß, haben alle gesagt so, das ist aber zu krass und das können wir nicht senden und dies und das. Aber wie ist das in den USA? Mega groß. Und jeder feiert dich für das, was du da tust, weil das einfach auch anerkannt ist als der krasseste Sport der Welt. Wo wir hier noch ein bisschen weit von entfernt sind, aber in den USA MMA ist total normal am Samstagnachmittagabend. Das ist total Hammer. Wie ist das denn in Bezug zu Wrestling? Also bei Wrestling weiß man ja, die haben da ihre Fans und erzählen da ihre Stories und das so. Ist das eins davon wesentlich größer oder wesentlich kleiner oder spielt das schon in derselben Liga? Weil Wrestling kennen vielleicht in Deutschland mehr Leute. Das kann ich dir so per se gar nicht sagen, da habe ich keine Zahlen. Fakt ist, dass natürlich Wrestling sehr bekannt ist, weil es das einfach auch schon sehr lange gibt. Ne? Und ich habe es ehrlich gesagt nie geguckt, weil ich es immer blöd fand und nie so richtig verstanden habe. Aber so wie es halt, wahrscheinlich verstehen auch viele MMA nicht, dass ich den Sport mache oder wer auch immer. Wie bist du denn darauf gekommen? Also jetzt haben wir schon gehört, Wrestling fandst du nicht gut, dann Judo hast du schon gemacht, seit du ganz klein warst. Ja. Wie kam denn der Übergang zum Ultimate Fight oder zum MMA? Tatsächlich war das 2015. Da gab es dann im Judo massive Regeländerungen. Also sprich Beinfasser wurden verboten im Zuge der Olympiade. Und dann waren ja auf einmal meine Techniken weg. Weil alles, was ich immer gut geworfen habe, waren halt diese sogenannten so Temiwaza, also die Opferwürfe. Opferwürfe. Temiwaza. Und jedenfalls hatte eine Freundin von mir dann parallel 2014 den Weltmeistertitel im MMA erkämpft. Dani. Hi Dani. Und hat gesagt, na komm doch mal mit zum Training. Und ich habe gedacht, okay. Und dann war ich sofort verliebt in den Sport, in die Technik und in die Vielfalt. Und oh mein Gott, ich war einfach unstoppable. Was war das Erste, was da passiert? Also du kommst da jetzt rein, das sieht ja wahrscheinlich das Trainingsgelände irgendwie ähnlich aus oder auch die Arena. Was war denn das Erste, was da anders war im Vergleich zum Judo, nachdem du nicht mehr die Beine anfassen durftest? Also bei MMA reingekommen ist, was hat dich als Erstes geflasht irgendwie? Na, das ganze Stand-Up, das Boxen, das Kicken, die ganzen Techniken. Und ich weiß auch, wie ich reagiert habe, als ich meinen ersten Schlag im Bauch gekriegt habe, nämlich weil ein Judoka anders atmet. Also wir wissen ja, wir brauchen zwar Spannung, aber wir
gehen da dann rein und werfen. Und wenn du aber geboxt wirst, musst du ja anders atmen. Sprich, wenn der Schlag kommt, musst du ausatmen. Das war natürlich für mich erstmal besonders. Ich habe mich so ungerecht behandelt gefühlt. Warum haust du mich einfach? Aber dann ging es voll. Also das ist ja dann klar. Das ist ja quid pro quo. Und wie ist in den Wald hinaus? Haben wir ja gerade schon gehört. Ne? Was, warum muss man ausatmen? Also das, vielleicht ist das ja auch eine gute Alltagsregel, wenn ich das nächste Mal angegriffen werde. Also was nützt mir das, wenn ich ausatme? Ich glaube, das hat was mit deinem Zwerchfell und deinen Bauchmuskeln zu tun, weil wenn du atmest, wirst du automatisch hart im Bauch. Ach so. Und ich glaube, das ist das große Ding. Und Atmung ist ja sowieso wichtig für deine Energieversorgung und deine Muskeln. Und, so hat das funktioniert. Warum, wie hast du denn die Umstellung gemacht vom Beine greifen zum Beine super hochkriegen? Also ich meine, ich bin jetzt ja steif wie ein Brett, da braucht man nicht drüber reden, aber wie schnell hast du das denn hingekriegt, dass du diese Kicks machen konntest? Weil wenn du ganz klein warst und mehr Judo gemacht hast, dann kannst du ja eventuell nicht diese Beine so hochwerfen. Ich hatte schon immer eine ganz gute Flexibilität, ich konnte auch schon immer Spagat und habe schnell gemerkt, dass mir die Kicks tatsächlich gut liegen. Und habe natürlich auch daran gearbeitet, weiter mich zu dehnen, Hüfte zu dehnen, Splits, also den Spagat zu machen. Und im Judo gibt es ja auch eine Technik, die nennt sich Uchimata. Und da ging es auch darum, dein Bein hochzukriegen. Ach so. Und die lag mir auch ganz gut. Also bist du überdehnbar? Also hast du überdehnbare Gelenke? Nee, das nicht. Nee, das nicht. Das ist auch manchmal, wenn man kalt ist und kicken muss, auch nicht so schön. Aber wenn man warm ist, geht es total. Wie entscheidest du eigentlich im Kampf? Wir haben jetzt ja gerade ein bisschen was gesehen. Wie entscheidest du denn jetzt eigentlich, welche Technik du anwendest? Also du hast mir vorhin schon erklärt, es gibt Zurufe vom aus deiner Ecke, also dass der Trainer, die Trainerin was sagt oder so, aber andererseits, ich meine, am Ende musst du es ja entscheiden. Ist das so wie, weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn ich auf Computertastatur tippe, dann denke ich ja auch nicht darüber nach, wo ich hintippe, oder ist das eher so, dass du dir wirklich noch richtig Gedanken machst, welche Technik du anwendest? Ich glaube, das ist immer depending on the situation, also es gibt natürlich Sachen, da weißt du ganz genau, du gehst rein, bam, 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 und machst dein Ding, aber dann gibt es auch viel Antizipatives. Also je nach Reaktion des Gegners siehst du dann, alles klar, der macht einen Schritt dahin, also gehe ich mit oder werf den in dem Moment, wo er sein Gleichgewicht verlagert. Also es ist mega unterschiedlich. Also man kann auch richtig denken dabei. Ja, also man kann auch denken. Wie ist das denn, es gibt ja beim Boxen, also bei diesem klassischen mit den ganz normalen Boxhandschuhen, da tanzen die ja auch manchmal immer so umeinander rum. Ja. Welchen Sinn hat das eigentlich, dass man dann eben nicht angreift? Also checkt man dann den Gegner aus? Ich meine, du hast ja wahrscheinlich schon 10 Videos oder 100 von deiner Gegnerin gesehen vorher. Wozu dient dieses Nicht-Kämpfen sozusagen? Also auf mich. Das ist immer so ein Abtasten. Gucken mit der Führungshand oder gucken, wo du halt stehst, wie weit du schlagen musst, um ranzukommen, ja? Ach so. Und die tasten damit ihre Distanz ab und gucken, ist halt auch Energielevel. Also durch dieses Abtänzen kannst du deine Energie auch schonen und bist immer beweglich, kannst deinen Kopf rausnehmen und dann einfach mal schlagen oder so. Und beim Boxen ist es ja so, das geht ja per se auf den Kopf und Oberkörper. Im MMA kann ja, wenn wir so tänzeln würden, kann man dann Kicks kriegen. Ah. Weißt du, es geht halt wirklich nur um Boxen. Du warst ja vorhin von dem einen Kick so angetan, wo die sich so quasi umgedreht hat und nach hinten getreten hat. Ne? Ist das nicht ein bisschen gefährlich, weil wenn ich mich dann umdrehe und wie du das gerade geschildert hast und der andere checkt das dann aus in dem Moment. Ich meine, ich sag jetzt mal im Comic oder so, da könnte man den anderen ja eigentlich wegschubsen oder so. Oder? Der Kick ist so gefährlich, weil er so gut platziert wird. Der geht meistens sofort auf die Leber oder auf die Milz. Dann kannst du 21, 22, 23, dann geht der andere K.O. in der Regel. Also wenn der gut gesessen hat, dann tut es weh oder er bricht dir die Rippen. Ja, da ist nichts mehr mit wegkommen. Also Milzriss könnte auch mal passieren, ja. aber bei der Leber ist das nicht mega gefährlich? Das kann ja bluten wie verrückt, ja. Ey. Ja. Es ist der härteste Sport der Welt. Neben mir sitzt die Europa. Verrückt, ey. Was sagen denn die Leute, die dich so kennen? Sagen die noch irgendwie sowas? Hey Juli, pass doch mal ein bisschen auf dich auf oder so? Oder ist das irgendwie Bullshit und keiner sagt das? Doch, doch, sagen die schon. Und vor allen Dingen jetzt nach dem letzten Fight nur so, oh Gott, das muss ja nicht sein. So hast du ja noch nie ausgerissen. Ja, was passiert halt? Das ist part of the game. Und natürlich ist es nicht schön und es ist so blöd und kacke. Aber passiert halt. Aber, also sagen wir mal, du lebst mit dem Bewusstsein, dass du jetzt auch irgendwie einen Milz- oder einen Leberriss da rausziehen könntest. Das ist halt so, oder? Ja. Wow. Ganz trocken. Will man natürlich nicht, aber kann immer passieren, ne? Das Risiko hast du halt. Was ist denn für dich, sagen wir mal, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt auch 8 Jahre alt und du bist jetzt mein Vorbild. Du bist ja für viele ein Vorbild. Was ist denn das Coolste daran, was du jetzt im Laufe der Jahre, seit du damit angefangen hast, bis jetzt daraus mitgenommen hast, was du vielleicht auch vorher gar nicht erwartet hast? Also okay, wir haben gehört jetzt Verletzungen und so weiter und Techniken, okay, aber vielleicht geht es ja noch darüber hinaus irgendwie. Ich glaube, dass es tatsächlich so ein bisschen aufs Leben übertragbar ist, also im Sinne von, dass man einfach viel aushalten kann oder viel schaffen kann, wenn man wirklich daran glaubt und es will, dass man alles machen kann und dass jeder alles machen kann. Also dass man auch, wenn man eine Frau ist und
Nagellack trägt und, keine Ahnung, auch diesen Sport machen kann. Dass es nicht nur ein Männersport ist, sondern dass den jeder machen kann. War das denn Männersport, als du 2014 oder was hast du gesagt? 2015. Ja. War das ein Männersport? Ja, da hieß es damals, dass niemals eine Frau MMA kämpfen wird. Ach so. Und dann gab es doch. Und das war geil. Und wie hat das auf dich gewirkt? Also war das für dich so wie eine Herausforderung oder war es dir einfach scheißegal, weil du nichts drauf gibst? Oder hast du gedacht, ist ja geil, wenn es keiner macht, dann probier es einfach mal aus oder so? Also wie gesagt, Danny hat ja 2014 vorgelegt und ich weiß gar nicht, das ist natürlich, jeder Kampf ist irgendwie eine Herausforderung, ne? Jedes Mal aufs Neue ist es ja nicht so, dass man damit aufsteht und sagt, ach schön, heute könnte ich mir vielleicht was richtig wehtun. Nee, das ist schon klar, aber ich meine, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt in diesen ganzen MMA-Bereich, obwohl es da, sagen wir mal, vielleicht kein Geld und keine Unterstützung und keine Organisationen und so weiter gibt, das meine ich jetzt eher. Also war dir das egal, weil du einfach Bock drauf hattest, nachdem die Dani dir das ja gezeigt hat? Ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich wollte einfach nochmal über mich hinauswachsen, mich nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen und ist mir ganz gut gelungen. Also das ist dann vielleicht auch das, da hast du jetzt schon drauf geantwortet, was man daraus lernen kann, ne? Einfach so Persönlichkeitsbildung. Ich interessiere mich aber auch für Nagellack, muss ich ehrlich sagen. Die Ines, meine Frau, ist ja staatlich geprüfte Kosmetikerin. Deswegen wollen wir auch noch was kurz über den Nagellack lernen. Der ist super geil leuchtend und ich würde sagen pink. Ja. Aber ich werde immer geschimpft, weil ich die Farben falsch sage. Nee, das ist absolut neonpink. Das ist neonpink. Du hast ja so, das habe ich doch richtig in Erinnerung, du hast doch dieses Deutschland-Mundschutz. Mundschutz. Sind solche Kennzeichen wie Nagellack und so, gibt es sie auch so aus Spaß bei Kämpferinnen? Oder? Ich glaube immer mehr. Also ich hatte das von Anfang an. Das ist so ein bisschen auch mein Markenzeichen. Du kämpfst mit dem pinken Nagellack? Ja. So, Freunde, wenn ihr mich im pinken Nagellack seht, dann lauft. Dann bin ich kampfbereit. Nein, weil so ein bisschen Femininität kann dir auch nicht schaden, denke ich mir so. Klar, und so habe ich mir tatsächlich auch das Knabbern abgewöhnt mit Nagellack. Und wenn ich ihn manchmal nicht trage, dann merke ich so, ich habe leichte Knabberattacken. Und deswegen immer Nagellack und irgendwie ist es auch schön. Also, wie wäre das denn, wenn jetzt jemand anders, sagen wir, du würdest in den Kampf gehen und dann macht ihr diesen Stare-Down und dann kommt jemand mit exakt deinem Nagellack. Ist das? Wäre ich sauer. Da wärst du sauer. Wäre ich sauer. Das ist meine Farbe. Nur meine. Ist das denn so, dass, wir haben ja gesehen, dass einige von den Kämpferinnen, die sind ja so äußerlich, ich will jetzt nicht sagen androgyn oder so, aber da merkt man, dass die darauf abzielen wollen, dass Gender keine Rolle spielt. Du hast jetzt längere blonde Haare und den pinken Nagellack oder so. Ist das... Spielt das irgendeine Rolle? Weil bei Olympia ist es ja ein Problem im Kugelwerfen oder bei anderen Disziplinen, da gibt es ja immer endlose Diskussionen darum, um Hormone und um Gender und so weiter. Spielt das bei euch überhaupt eine Rolle oder ist das wurscht? Boah, das kann ich gar nicht so beantworten, ehrlich gesagt. Also hast du noch nie eine Diskussion mitbekommen? Nee, gar nicht. Nee. Also, aber ist dir das aufgefallen, dass einige von den Kämpferinnen so wie soll ich sagen, sich so rausnehmen? Ja, maskulin würde ich nicht sagen, aber so dieses Thema rausnehmen aus dem Kampf offensichtlich. Also halt keine Erkennungszeichen für den Haaren, keine Erkennungszeichen sonst. Das ist mir nicht so aufgefallen. Also das spielt keine Rolle. Finde ich sehr, sehr gut. Aber es ist ja nur mein Point of View. Vielleicht seht ihr es anders. Schreibt mal in die Kommentare. Sehr richtig. Oder manchmal zeigen die auch oben in die Ecke. Was passiert, wenn man oben die Ecke zeigt bei YouTube? Ihr könnt, keine Ahnung. Klickt mal hier oben in die Ecke. Mal sehen, was da passiert. Keine Ahnung. Während unsere Weltmeisterin so friert, dass wir jetzt langsam reingehen müssen, ihre Superschwäche, habe ich auch noch eine letzte Frage, weil wir gerade... Geil, das Gänsehaut. Sehr schön. Das kommt davon, wenn ihr zerrissene Jeans tragt. Hört auf eure Eltern, zieht euch ordentlich an. Ja, genau. Keine zerrissene Sachen. Keine zerrissene Sachen. Ich habe noch eine letzte Frage, das fällt mir gerade noch ein. Gibt es eventuell auch Fans, die tatsächlich... einfach kämpfende Frauen mögen oder sowas? Ja. Und falls es die gibt, sind die eher nett oder gehen sie dir eher auf den Wecker? Bis jetzt waren sie eher nett. Ich hoffe, es bleibt so, Freunde. Aber ich habe auch echt viele, also ich glaube, jeden Tag kommt eine Nachricht rein von wegen, dass ob ich mal Domina sein würde, jemanden verprügeln, verkloppen, für Geld blutig schlagen und so weiter würde. Nein, würde ich nicht. Warum nicht? Mm-mm. Einfach ist nicht dein Ding. Ist einfach nicht mein Ding. Ja. Das habt ihr ja mittlerweile, glaube ich, auch schon gerafft. Darum geht es dir ja auch gar nicht, sondern es geht ja um dich sozusagen und nicht darum, dem Gegner, der Gegnerin ein paar reinzuhauen. Ach so, apropos der Gegner. Kennst du noch Stefan Raab, den Moderator? Ja. Der hat das ja gemacht, dass der dann einfach irgendwie trainiert hat, man weiß nicht wie. Und dann ist er ja durchaus auch mal angetreten sportlich. Gegen Regina Halmich zum Beispiel. Ja, das war super. Hallo. Glaubst du, dass jemand, der, sagen wir mal, durchaus ein gewisses Stehvermögen hat sozusagen, dass der
20 Sekunden überleben könnte? Oder würdest du einfach da einen Kickbox-Tritt machen? Und dann nee, nee, das kann man überleben. Wenn man das geschickt anstellt, kannst du auch stehen und ausweichen und gucken und machen und tun. Aber er hatte halt mit Regina Halmich einfach auch eine starke Frau. Das war vor der Flinte. Das hat nichts, das ist, obwohl, ich meine, es ist eigentlich ganz interessant geendet, ne? Wenn ihr euch das mal angucken wollt, das geistert sich ja auch bei YouTube rum. Klickt hier, wir zeigen jetzt einfach irgendwo hin. Klickt hier und guckt euch den Kampf gegen Regina Halmich an. Hast du dir das damals angeguckt? Ja. Fand es lustig. Und ich habe ja auch mit Regina, als sie in meinem Podcast war, hi Regina, haben wir auch drüber geredet. Das war super genial. Also, fand sie es auch lustig? Ja, es ging halt auch um. Verstehe, beides. Aber es war auch cool. Ne? Es war auch schön für uns Frauen, also für die Frauen gesprochen, uns zu repräsentieren. Und da hatten wir mit Regina jemanden echt Starkes an der Front. Aber gut, war echt gut. ist sie eigentlich dann jemals irgendwie so eine Art Vorbild für dich gewesen? Oder ist das spielt das so in derselben Zeit alles, sodass ihr gleichzeitig... Oh, das war ja, damals war ich ja noch so im Judo, als sie so krass erfolgreich war. Und jetzt ist sie auch schon noch eine Weile, wie sagt man, retired. Ja. Aber doch, Regina Halmich war immer ein Name. Immer, man wusste einfach, Regina, ja geil, hm? Ja. Weißt du? Verstehe. Sehr, sehr gut. Ja, ich finde das auch gut. Also ihr habt es ja gesehen, ich habe mir einige Clips runtergeladen. Ich kriege die jetzt neuerdings dann auch immer, weil der Algorithmus erkannt hat, dass ich die gut finde. Also ich habe da schon einige spannende Käfer gesehen. Räusper. So, jetzt gehen wir ins Warme, damit wir hier... Trinken wir noch einen Kaffee. Ja, jetzt trinken wir noch einen Kaffee.